Nachdem wir in der vergangenen Woche die Theorie zum Thema Fachwerke abgeschlossen haben, insbesondere darüber geredet haben, wie statisch bestimmte Fachwerke aufgebaut sind, wie man die Nullstäbe erkennt und wie das Knotenschnittverfahren funktioniert und wie das Ritterschnittverfahren, soll die heutige Woche nun ausschließlich dem Rechnen von Aufgaben gewidmet sein. Und da wollen wir uns mal dran machen. Sie finden hier ab der Seite 75 im Skript uferlos viele Aufgaben. Diese Aufgaben stehen Ihnen für Rechnungen zur Verfügung. Das sind alles Klausuraufgaben. Also Sie kriegen jetzt jede Menge Aufgaben, die Sie rechnen können. Wir wollen uns nur eine rausgreifen, die wir berechnen. Das ist hier die Aufgabe 413. Auch Klausur 2013-2014. Nicht? Wir sehen, wir haben hier ein recht eigenwilliges Fachwerk hier mit zwei Auflagern hier unten, die wir A horizontal nennen und A vertikal. Und wir haben hier oben zwei Kräfte, die ich so eintrage, die auch B vertikal genannt werden und B horizontal. Ja? Gesucht sind die Auflagerkräfte und die Stabkräfte der Stäbe 1 bis 7. Diese Stäbe sind hier gegeben. Ich markiere sie mal eben. Das sind die Stäbe, die wir suchen. Ja? Und da müssen wir und wollen wir uns jetzt dran machen. Die äußere Last ist gegeben durch drei Kräfte der Größenordnung 10 Kilonewton, die hier seitlich wirken. Ja? So, wie gehen wir da vor? Wir werden zunächst mal, das müssen Sie in der Klausur nicht so ausführlich machen, die statische, einfach aus Übungsgründen, die statische Bestimmtheit und die Brauchbarkeit testen des Tragwerks. Nicht die Formel dafür lautete N ist gleich A plus S minus 2 mal K. Ja, die Zahl der Auflagerreaktionen ist 4. Die Zahl der Stäbe ist, zählen wir es mal eben durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Und die Zahl der Knoten ist, fangen wir hier unten an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also minus 2 mal 14. Und Sie sehen, oh Wunder, 28 minus 2 mal 14 ist gleich 0. Wir können auch sehen, dass wir hier zwei Fachwerke haben, die nach dem ersten Bildungsgesetz aufgebaut sind. Dreieck reiht sich an Dreieck. Und diese beiden Fachwerke sind mit zwei parallelen Stäben verbunden. Das würde nicht ausreichen und erfordert hier eine vierte Auflagerreaktion, die wir hier haben. Also hier haben wir zwei und da haben wir zwei. Und diese Auflagerreaktion ersetzt praktisch einen Stab, den wir hier wegschneiden. Also die Brauchbarkeit ist auch gegeben. Ja, so der zweite Schritt, den Sie immer tun sollten, sind die Nullstäbe. Nullstäbe erkennen, wir werden sehen, dass das hier auch richtig was bringt, denn wir haben hier eine Menge Nullstäbe und zwar alle von einem Typ. Ja, also wir sehen zum Beispiel hier zwei Stäbe in einer Richtung und dritter in eine andere Richtung, keine Last. Daraus können wir sofort sagen, hier Nullstab. Ich mache es heute mal mit grün. Ja, Nullstab. Das ist ein Nullstab. So, wenn das ein Nullstab ist, dann muss auch das ein Nullstab sein, denn hier haben wir wieder zwei Stäbe in einer Richtung, die dritte Richtung, also Nullstab. Dann ergibt sich hier wieder daraus, dass dieser hier auch ein Nullstab sein muss, also auch ein Nullstab. Und schließlich muss auch dieser hier ein Nullstab sein, denn wenn wir an diesem Knoten das betrachten, haben wir hier zwei Stäbe in einer Wirkungsrichtung. Ein dritter Stab ist ein Nullstab. Ja? So, jetzt gucken wir auf der rechten Seite. Da haben wir nur einen Nullstab. Das heißt, das ist dieser hier.
Also machen wir auch so dran. Und jetzt sehen wir, dass von den Aufgaben, die wir zu lösen haben, schon zwei Stäbe damit erschlagen sind. Das heißt, ich kann hier unten gleich in die Tabelle reingehen und kann beim Stab 6 eine 0 reinschreiben und beim Stab 7 auch. Und zack, haben sie sich die Punkte gesichert, ohne dass sie eine Zeile gerechnet haben. Das lohnt sich wirklich, das sollten sie unbedingt machen. Ja, also damit haben wir alle Nullstäbe identifiziert. Und jetzt kommt drittens der Punkt Auflagerkräfte. Auflagerkräfte, nicht? Und da wir vier Kräfte haben, können wir nicht einfach ein äußeres Gleichgewicht machen, sondern wir müssen gleich schneiden, nicht? Das ist, können Sie sofort sehen, wenn Sie mehr als, hier haben wir zwei und da haben wir zwei Auflagekräfte, nicht? Das kann nicht gut gehen. Sie müssen also schneiden und wir schneiden mal dieses Tragwerk hier durch. Wir schneiden das Tragwerk mal hier durch, ja? Und bilden dann Summe der Kräfte vertikal. Ja, hier an diesem Schnitt, das machen wir jetzt mal eben. Ich skizziere das hin. So. So. Dann haben wir hier die drei Kräfte. So, jetzt haben wir hier den Stab geschnitten, dann haben wir hier eine Kraft, die wir S1 nennen, beziehungsweise die S1 ist, und hier haben wir eine Kraft S2. Nicht? Das ist hier unten diese hier, nicht? Das sind auch zwei gesuchte Kräfte. Dann haben wir hier oben noch Auflagerreaktionen, BV und BH. So. Und jetzt haben wir hier einen Schnitt und zwei Kräfte und jetzt können wir zum Beispiel Summe V gleich 0 schreiben und sehen sofort, die Gleichung lautet BV ist gleich 0. Ja? Also praktischer kann es nicht gehen, BV ist gleich 0. Ja? Allerdings sag mal, sind wir jetzt auch ausgereizt hier. Warum? Weil wir hier, müssen wir jetzt natürlich fairerweise zugeben, weil wir hier drei unbekannte Kräfte haben, ja, beziehungsweise wir hatten vier unbekannte Kräfte, BH, S1 und S2. Das heißt, wir können es jetzt nicht schaffen, an diesem Schnitt etwas auszurechnen, weil wir nicht drei Horizontalkräfte ausrechnen können. Das klappt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in den nächsten Punkt gehen. Jetzt haben wir von diesen Kräften hier aber eine bestimmt, nämlich BV gleich 0. Und jetzt können wir durch Summe M um den Punkt A gleich 0 anschreiben. Also ich drehe jetzt das Gesamtsystem um diesen Punkt und habe dann eine Gleichung, die mir B horizontal liefert. Ja, das machen wir jetzt mal. Also die Maßkette steht da unten. Wir schreiben minus 10 mal 2 Meter, minus 10 mal 4 Meter, minus 10 mal 6 Meter. Damit haben wir jetzt diese drei Kräfte abgearbeitet. Jetzt müssen wir noch diese beiden berücksichtigen. BV ist gleich 0, also können wir sagen plus BV mal 3,50 Meter. Nicht? Aber hier können wir gleich sagen, das ist 0. Minus BH mal dem Hebelarm 8 Meter. So, daraus ergibt sich B horizontal ist gleich 1/8 mal minus 10 mal 2 plus 4 plus 6, also 12, minus 10 mal 12 ist 120, geteilt durch 8 sind minus 15 Kilonewton, minus 15 Kilonewton, ja, also BH gleich minus 15 Kilonewton,
passt. Ja? Jetzt können wir aus Summe h gleich 0 feststellen, also a horizontal minus 3 mal 10 minus bh gleich 0. Daraus folgt a horizontal ist gleich b horizontal plus 30 gleich minus 15 plus 30 gleich plus 15 kN. Also ah gleich 15 kN. Und aus Summe v gleich 0 ergibt sich av minus bv gleich 0. Da bv gleich 0 ist, ist auch av gleich 0. So, damit haben wir jetzt alle Auflagerkräfte erledigt und wir kennen jetzt die vier Auflagereaktionen. Das heißt also, diesen Auftragsteil, den haben wir schon erledigt. Ja? Jetzt wollen wir als nächstes, das ist jetzt der Schritt 4, ich mache das hier mal, damit wir möglichst viel auf diese Seite schreiben können, 4 die Stabkräfte. So, jetzt müssen wir überlegen, gehen wir mit Ritterschnitt dran oder wie gehen wir dran? Ich glaube, das Erste ist, dass wir nochmal diesen, dass wir hier nochmal durchschneiden und den Teil betrachten, ja, diesen Teil betrachten und dann uns diese beiden Kräfte ausrechnen. Das machen wir jetzt mal. Die Nullstäbe zeichne ich jetzt nicht an. Na, das habe ich jetzt ein bisschen schief gemalt. So, die Nullstäbe zeichne ich nicht an. Ich male hier nur die beiden Kräfte, S1 und S2. Diese Kraft ist 0 und diese Kraft ist 15. Ja? Und jetzt können wir Summe, also der Punkt hier oben ist der Punkt C. Jetzt können wir zum Beispiel um den Punkt C drehen, Summe M um C gleich 0, im Uhrzeigersinn positiv. Machen wir es andersrum, im Gegenuhrzeigersinn, dann dreht alles positiv. Das wäre dann, jetzt sollten wir hier vielleicht noch eine Maßkette anbringen. Nicht? Wir sehen die hier, das sind 2 Meter und hier oben, das sind 2 Meter, nochmal 4 Meter. 4 Meter. So, also lautet jetzt die Gleichung S2 mal 4 plus 15 mal 6 gleich 0. Daraus folgt S2 ist gleich minus 15 mal 6 geteilt durch 4 und das ist gleich minus 22,5 kN. Ja? Doppelt unterstrichen, das sind unsere Endergebnisse. Und das schreiben wir gleich hier rein. Minus 22,5. Minus 22,5. Ja? So, jetzt können wir natürlich einfach mit Summe h gleich 0 den Rest erledigen. Nicht? Das bedeutet, die Gleichung lautet S1 plus S2 plus 15 gleich 0. Daraus folgt S1 ist gleich minus 15 minus S2 gleich minus 15 minus minus 22,5. Und daraus folgt S1 ist gleich plus 7,5 kN. Ja, also plus 7,5. Sofort eintragen, dann hat man es sicher. Ja? So, Sie sehen, jetzt fehlen nur noch ganze 3, 4, 5, also 3 Stabkräfte. Und das sind die Stabkräfte hier, diese drei. Und die erschlagen wir jetzt logischerweise mit einem Ritterschnitt. Das muss man hier natürlich erkennen. Ja? So, das war jetzt meine Stabkräfte S1, S2. Jetzt mache ich hier den Punkt 5. Stabkräfte S3 bis S5. Stabkräfte S3 bis
S5. Jetzt sollten wir allerdings diesen Ritterschnitt dann auch noch mal hinzeichnen. Das tue ich jetzt mal gerade. So sieht das aus. Das hier ist der Punkt I. Das hier ist der Punkt G. Und das hier ist der Punkt H. So, hier das kann man ein bisschen kürzer machen. So, jetzt malen wir mal hier die Kräfte an, die wir da haben. Hier den Winkel habe ich nicht wirklich schön gemacht. Ich mache das hier noch ein bisschen flacher. So. Das können wir auch noch ein bisschen kürzer machen. So, jetzt haben wir hier die Stabkraft S5. Jetzt haben wir hier die Stabkraft S4. Und jetzt haben wir hier die Stabkraft S3. Jetzt brauchen wir natürlich unbedingt noch die Winkel. Und diesen hier, den Winkel, diesen hier, ich mache das hier mal, gefällt mir jetzt noch nicht, mache ich alles in grün. Also dieser Winkel hier sei Alpha und dieser Winkel hier sei Beta. Ja? So, jetzt wir brauchen jetzt erstmal die Winkel. Ohne die kommen wir nicht aus, hilft nichts. Also Winkel, Doppelpunkt, Alpha ist gleich Arcus Tangens. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir, gucken wir oben in dem großen Bild mal, was wir hier für ein Dreieck haben. Also der, das ist dieser Winkel hier, ja, und jetzt haben wir hier ein Dreieck, ja, und dieses Dreieck ist, den Winkel ist Arcus Tangens, diese Länge ist, aufpassen, wo haben wir es, hier unten, 1,50 Meter, ja, das ist genau 1,50 Meter, nicht? Das, diese Maßkette gilt auch hier, und das ist 1 Meter, also 1,50 Meter durch 1 Meter. Nicht, da muss man virtuos sein. Das bringt nichts, darum rumzureden. Sie müssen diese Winkelberechnungen beherrschen. 56,31 Grad und Beta ist gleich Arcus Tangens. Jetzt suchen wir uns hier oben wieder ein Dreieck aus. Also ich male es hier oben auch nochmal an, damit es hier klar ist. Das ist Alpha, das ist Beta. Nicht? Und hier können wir das folgende Dreieck nehmen. Dieses hier, das sind die 1,50 Meter und die 3 Meter. Also 3 Meter zu 1 Meter, also 1,50 Meter durch 3 Meter. Na. Und das ist 26,57 Grad. Ja? So, jetzt wollen wir gucken, wie wir hier was machen können. Wir müssen aber den Schnitt erst noch vervollständigen, denn hier müssen wir natürlich fairerweise sagen, hier wirkt die Kraft S1 mit, S2 ist das, minus 22,5 Kilonewton. Und wir dürfen auch nicht vergessen, diese äußere Last, die hat die Größe 10. Ja? So, und wenn wir jetzt hier um den Punkt drehen, ja, dann schalten wir diese beiden Kräfte aus und wir schalten S3 aus und wir schalten S5 aus und es bleibt nur noch diese Kraft hier übrig und S4. Das sind die einzigen, die drehen. Also machen wir das mal. Summe M um I gleich 0 im Uhrzeigersinn gedreht, ja, ist gleich, jetzt haben wir minus 10 mal 2. Ja, so, und jetzt teilen wir die Kraft S4, splitten wir an dem Punkt in einen vertikalen und einen horizontalen Teil auf. Ja, der horizontale Teil, also ich schreibe das mal so hin, damit Sie das auch unbedingt hier haben, plus S4 horizontal mal, nicht dieses Maß hier, das ist 2 Meter. Also S4 horizontal mal 2. Und der Vertikalanteil
plus S4 vertikal mal 0. Nicht? Warum? Weil der Vertikalanteil auch durch den Punkt I geht. Ja? So, und der Horizontalanteil, der ist nichts anderes als S4 mal Sinus Alpha. Mal Sinus Alpha. Ja? Also, das heißt, daraus folgt, S4 ist gleich 20 geteilt durch 2 mal Sinus Alpha, also gleich 20 durch 2 mal Sinus 56,31 Grad und das sind gleich minus 12,02. Ja, bitte doppelt unterstreichen, damit man sieht, S4 ist minus 12,02 Kilonewton. Ja? So, damit sind wir jetzt schon ein Stück weiter. Jetzt kennen wir diese Kraft. Wenn wir jetzt Summe H gleich 0 bilden, können wir diese ausrechnen hier. Ja? Wir hätten natürlich auch andere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt um den Punkt drehen. Das wäre genauso gut. Wenn wir um den Punkt drehen würden, also um diesen Schnittpunkt von den beiden hier, das können wir machen, dann würden wir die Kraft S5 rauskriegen. Das wäre ebenfalls möglich. Vielleicht machen wir das mal. Also ich setze das hier mal fort. Dieser Punkt hier, gucken wir mal oben rein, dieser Punkt hier ist der Punkt F. Und der hat hier noch eine Länge von 1 Meter. Das ist also der Punkt F. Und wenn wir jetzt also Summe M um F gleich 0, machen wir es im Uhrzeigersinn positiv, dann brauchen wir noch das Maß von hier nach hier. Das sind 1,50 Meter. Das sollten wir hier auch noch dran schreiben. Also, was haben wir jetzt? Minus S5 mal 1,50 Meter plus 10 mal 1 plus 10 mal 3 minus 22,5 mal 3. So, und jetzt habe ich eigentlich alles erledigt. Die beiden Kräfte sind berücksichtigt, diese und diese, und die beiden brauche ich nicht. Daraus folgt, S5 ist gleich 1 durch 1,5, 10 plus 30 minus 67,5. Und das muss ich jetzt gerade ausrechnen. Das sind 40. Minus 18,33 Kilonewton. Ja? Also S5 minus 18,33 Kilonewton. Da haben wir es. Ja, so, jetzt ist die einzige Kraft, die hier noch fehlt. Also wir haben S4, wir haben S5, aber das S3, das fehlt uns noch. Und diese Kraft S3 könnte man jetzt natürlich hier gewinnen, indem wir um den Punkt drehen. Aber da wir hier einen schrägen Winkel zu haben, wähle ich jetzt mal eine Alternative und sage Summe H gleich 0. Um diese Kraft auszurechnen. Ich versuche das jetzt mal hier runter zu quetschen, damit wir nicht eine neue Seite anfangen müssen. Summe H gleich 0 an diesem Schnitt bedeutet, also wenn wir es nach rechts positiv haben, minus S3 mal Sinus Beta, nicht? S3, Summe H gleich 0, S3, das ist der
der Beta-Winkel, ja, der Sinus des Beta-Winkels ist praktisch die Horizontalkomponente und die wirkt nach links. Wir haben aber nach rechts positiv, also minus S3, so minus S4 mal Sinus Alpha, nicht? Das ist die Horizontalkomponente dieser Kraft, ja. Und jetzt müssen wir nur die anderen noch abziehen, also minus 2 mal 10 und plus 22,5 ist gleich 0 und daraus folgt S3 ist gleich 1 durch Sinus Beta. Nicht Beta ist aber der Winkel Beta, den haben wir, da ist er. Der ist gleich 26,57, also Sinus 26,57 mal, Klammer auf, 22,5 minus 20 minus S4. S4 war minus 12,02. Mal Sinus Alpha, also Sinus 56,31, Klammer zu. Und wenn Sie das in Ihren Taschenrechner raus einhacken, kommt da raus, ist gleich 27,95. Ich gebe ja zu, das ist jetzt ein bisschen gequetscht, aber ich kann es dann nicht mehr mal unterstreichen, da reicht der Platz nicht zu. Wir tragen es hier ein. 27,95. Ja? So, damit sehen Sie, haben Sie auf einer DIN A4-Seite all das berechnet und wir gucken jetzt nochmal, welche Stäbe Druckstäbe sind. Nicht der Stab S2, die markiere ich mal so, ist ein Druckstab. Der Stab S1 ist ein Zugstab, das machen wir mal so. Der Stab S3 ist ein Zugstab. Ja, der Stab 4, die Stäbe 4 und 5 sind Druckstäbe. 4 und 5 sind Druckstäbe. Ja? Und damit haben wir eigentlich das geklärt. Und Sie sehen, das ist, Sie können sich das vorstellen, das ist wie ein Biegeträger, der hier aufgelagert ist und hier, nicht? Und das drückt hier gegen, das muss hier ziehen und da drücken. Ja? Und Sie sehen jetzt, wenn Sie diese Aufgabe gerechnet haben, die ist zugegebenermaßen nicht ganz leicht, dann sind Sie dem Bestehen der Klausur schon deutlich näher gekommen. Es reicht allein nicht aus, eine so eine Aufgabe, natürlich nicht, aber Sie sind der Sache schon erheblich näher gekommen. Ja? Und das, was wir jetzt einmal machen wollen, ist, wir wollen uns das nochmal angucken und prüfen, ob das auch mit der EDV stimmt. Dazu schalte ich das hier mal, schalte ich den Bildschirm jetzt mal kurz um und bringe das mal ein bisschen kleiner machen, dann sehen wir das hier nicht. Schieben wir es mal hier drauf, da ist es. So, jetzt machen wir das hier wieder ein bisschen größer, ja. Und wir sehen hier, dass ich jetzt hier in das Programm EBFACH, das Sie schon kennen, habe ich diese Werte eingegeben. Wir haben 10 Knoten. Also hier, ich will das jetzt nicht noch einmal erläutern, habe ich letztes Mal gemacht. Aber Sie können das hier ebenfalls ganz einfach so eingeben, nach der Art, wie ich das letztes Mal dargestellt habe. Und das, was dann rauskommt, sieht so aus. Nicht? Wir sehen jetzt hier die Eingabe und wir wollen gerade mal identifizieren, wir wollen gerade mal die Kräfte sozusagen identifizieren. Das machen wir, indem wir hier beispielsweise diesen Stab 4, das ist der Stab, der bei uns der Stab 2 ist, ja, der hat, ich mache das Licht, hinterlege da mal eine Farbe. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, nicht dieser Stab hat, das ist der Stab S2, der hat minus 22, sollte minus 22,5 haben. Er hat
plus 22,5 und ich sehe auch schon, was wir da falsch gemacht haben. Die Kraft ist, wirkt natürlich nach links. Das heißt, wir müssen hier minus 10 bei der Kraft eingeben. Minus 10 und minus 10. Und jetzt das Ganze noch einmal rechnen, indem wir hier auf Berechnen drücken. Die Berechnung war jetzt erfolgreich. Und jetzt gucken wir nochmal hier hin. Und jetzt sehen wir, haben wir hier die Kraft S2 gleich 22,5. Und beispielsweise gucken wir uns mal die Kraft im Stab 3 an. Das ist hier der Stab 9. Die Nummerierung hätte ich natürlich übernehmen können. Und Sie sehen, das hier ist genau sind genau diese Werte. Auch die Auflagerkräfte entsprechen unten den Werten, die wir berechnet haben. Ja? Hier sehen wir jetzt das System, das verformte System. Ja? Und wir erkennen hier, dass die Kräfte, die von hier wirken, das System nach hier rein drücken, verformen. Und wir können sehen, dass an den beiden Punkten, wo die Auflage sind, hier oben und hier oben, hier, dass wir da keine Verschiebung haben und das passt. Gut, kehren wir wieder zurück zu unserer Berechnung. Ja, wir sind damit hier am Ende angekommen. Sie haben die Möglichkeit, und das liefere ich Ihnen im Skript hier mit, diese ganzen Aufgaben, die ich jetzt hier durchblättere, die sollten Sie sich anschauen und die sollten Sie rechnen. Dann sind Sie bestmöglich auf die Klausur vorbereitet. Ja? Und wenn Sie Fragen dazu haben, können wir da gerne in unserem Online-Meeting drauf eingehen.